anlässlich der kalten winterlichen Saison. Hier drunter verbergen sich drei Artikel. Einen davon hast du bereits im Thumbnail gesehen. Und ich dachte mir, es wäre eine schönere Verpackung, sie mit einem Seidenpapier zu ummanteln, anstatt sie in dem Originalkarton zu lassen. Für ein paar extra Wrinkles, Knistern. Ich wünsche dir eine wunderschöne, entspannte und erholsame Zeit mit diesem Video. Seidenpapier. Den Schleier. Schönes Dunkelbraun und auch ein sehr, sehr schönes Weinrot oder Bordeaux. Zwei davon waren eingepackt und eine nicht, deshalb sieht das so aus. Wir werden jetzt im Video die Leggings öffnen und auch die Etiketts entfernen.
Sehr, sehr schöne Farbe. Richtig schönes Senfgelb. Und so sieht das Ganze. Ich persönlich finde es schöner, wenn diese Naht hier unten einfach nur nach hinten ein bisschen zusammengeht und sich dann schließt, anstatt hier noch weiter zu verlaufen. Aber da es sowieso nur für die Hose drunter ist oder die Leggings drunter, passt es. Ich würde sie jetzt nicht nur so tragen. Schön. Und das sind dann die Enden am Knöchel sozusagen. Alles sehr ordentlich genäht. Sieht gut aus. Ja, das war unsere erste Legging. Jetzt einfach mal einfach hier an der Seite aufschneiden. Und genauso wie eben aufklappen. Und da ist sie. Dasselbe wie eben. Die zwei Nähte am Gesäß hinten. Und innen drin das Flauschige. Und das Schild.
schlank aus, aber ist auch schön dehnbar durch den Elastananteil. Also überhaupt kein Problem. Sehr schöner Farbton, es ist eher ein kühleres Bordeaux, also mit einem stärkeren Blauanteil. Mir stehen zwar wesentlich besser wärmere Farbtöne, aber Bordeaux im Allgemeinen steht mir trotzdem gut. Daher passt das für mich. Schön sauber. Schön weich, so schön weich. Und ein letztes Mal das Etikett entfernen, minutiös. Das ist wirklich wichtig, sonst könnte die ganze Leggings zerstört sein und muss man wieder nähen. Spannen, das Etikett ein bisschen auf Zug bringen, dann schneidet man am geradesten. Das ist ein bisschen ausgefranst. Aber das würde sehr schön, wenn sie jetzt noch
Wirklich die typischen Herbsttöne. Sehr, sehr hübsch. Das waren unsere ersten Artikel und jetzt folgen noch zwei. Und nun als nächstes, wie du auch schon im Thumbnail gesehen hast, wunderschönes Buch. Welches ich mir privat nicht für mich gekauft hätte. Musste ich dieses Buch kaufen für meinen Kanal und somit auch für dich, wenn du möchtest. Meine wunderbare Märchenwelt in Erzählbildern. Die schönsten Märchen der Brüder Grimm. Ich habe eigentlich schon so viele Bücher mit den Märchen der Brüder Grimm. Aber einfach nur, weil es so schöne Illustrationen hat, wollte ich es kaufen. Es ist auch eine zauberhafte Geschenkidee für andere Menschen, falls du es jemandem kaufen willst, deiner Nichte, deinem Neffen oder sogar deinen eigenen Kindern oder Enkelkindern. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie talentiert Menschen sein können, wie schön manche Menschen malen oder zeichnen können. Steht, es war einmal der Vorleseklassiker für die ganze Familie, enthält die schönsten und bekanntesten Märchen der Brüder Grimm. Rotkäppchen, Schneewittchen, Hänsel und Gretel, Froschkönig, Aschenputtel und viele mehr. Doppelseitige Erzählbilder geben die Texte Szene für Szene wieder, sodass junge Zuhörer die Geschichten selbst anhand der Station für Station nacherzählen können. Und schließlich bestens geeignet zur Sprachförderung in Kindergarten und Schule, aber natürlich auch für den Familienvorlesespaß zu Hause. Entdecke die ganze Geschichte von Anfang bis Ende in einem Bild. Das ist ja toll. Stimmt, ihr seht mal. Prinzessin durch die ganzen Stationen des Schlosses. Schön gemacht. Das Buch kostet 20 Euro, falls du es wissen möchtest.
schön geleimt. Also hier an der Seite wunderbar perfekt geleimt mit diesem wunderschönen roten Stoff. Es ist so schön gestaltet, auch dieser Banner hier. Sehr, sehr schön. Wir werfen mal einen kleinen Blick hinein. Der Klang eines neuen Buches. Das Ganze steht, ja, 2016 ist das im Verlag Herder GmbH erschienen, mit Illustrationen von Barbara Petrischka Bös. Klingt russisch. Ah, das ist so. Das ist der Inhalt und das haben sie so schön gemacht, so schön kindgerecht. Es sind große Buchstaben, große Schriftart. Wir haben zu jeder Geschichte ein Symbol, sodass die Kinder es perfekt erkennen können, um welche Geschichte es sich handelt. Wirklich schön. Das sind unsere Geschichten, genau, das sind sie alle. Das heißt, wir haben 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, also genau 20 Stück. Der Froschkönig, damit beginnt alles. Dies wird wahrscheinlich ein sein, aus dem ich in dieser Perspektive vorlesen möchte, sodass man die ganze Zeit die schönen Bilder sehen kann. Sonst wäre es schade drum. Wir schauen uns hier gleich mal das erste große Bild an. Es kommt ja noch. Da ist es. Unglaublich, oder? Also ich bin total baff. Das ist so wunderschön gemalt. Diese warmen, leuchtenden Farben. So schön. So eine minutiöse Arbeit mit dem Blattwerk, den Bäumen. Und das Leuchten ihrer Haare in den Bäumen. Sind so schöne. Und das ist auch ein wirklich sehr hochwertiges, starkes Papier. Das muss ich sagen. Sehr hochwertig. Wir schauen uns noch ein weiteres großes Bild an. Das war's dann mit diesem Büchlein. Da. Zauberhaft, wirklich, wirklich zauberhaft. Unglaublich. Ich bin wirklich extrem entzückt. Und hier sieht man auch wieder die ganze Geschichte in einem Bild. Toll, wirklich, wirklich toll. Das war dieses Buch.
Ist auch absolut wasserdicht. Sie hat im Deckel oben drin einen Silikondichtungsgummi. Und hier haben wir eben das typische Thermos, den typischen Thermos-Mechanismus. Eine Innenwand und eine Außenwand, sodass wir dazwischen Raum haben und die Hitze innen etwas länger sich hält, als hätten wir nur eine Wand. Und der Boden ist auch nochmal mit Glas verstärkt, sodass, falls man mal zu hart aufschlägt, die Flasche aufstellt, dass es nicht gleich kaputt geht. Das ist noch D von gestern. Flüssigkeit warm wie eine normale Thermosflasche. Aber für mich reicht es. Es ist wesentlich angenehmer, als sich ständig eine neue Tasse Tee aufzubrühen.
Es war ursprünglich noch ein D-Sieb drin, ein Alu oder was auch immer, Edelstahl-D-Sieb. Das hing aber wirklich nur hier oben drin, sodass das Wasser ja nur damit infusioniert wird sozusagen oder infiltriert wird, während es reingegossen wird, beziehungsweise wenn du bis ganz hoch das Wasser hineingießt, möchtest du aber vielleicht nur so viel hineingießen, dann berührt der Tee das Wasser nicht für längeren Zeitraum, sodass ich diesen Filter oder dieses Sieb für mich entsorgt habe. Ich werde einfach nur Teebeutel oder Filterbeutel mit losem Tee dann in Zukunft hineingeben. Ich zeige dir noch den Deckel. Kam leider ein bisschen zerkratzt an. Das hat auch schon jemand auf Amazon kommentiert. Ich wollte ihn aber deshalb jetzt nicht oder die ganze Flasche jetzt nicht zurückschicken. Es ist kein Weltuntergang. Eigentlich mag ich es zwar, wenn die Sachen perfekt und intakt sind, aber ja, es ist okay. Es ist nicht so schlimm. Wie du sehen kannst, haben wir einen ganz, ganz einfachen Flaschenhals. Eine ganz einfache Öffnung. Also nicht wie bei einer normalen Thermosflasche, dass wir hier nochmal etwas drin haben, also einen Schraubaufsatz, den wir dann hineindrücken, dass ja die Flüssigkeit herausgießen zu können. Deshalb muss man hier etwas beim Ausgießen aufpassen, dass man nicht irgendetwas verschüttet. Gerade wenn sie richtig voll ist, ist es ein Drahtseilakt. Aber wenn etwas raus ist schon, dann geht es ganz gut. Und ich zeige dir noch den Deckel von innen. Hier siehst du im Boden drin den Silikonring. Gut gelöst, macht das ganze Wasser dicht, aber man kann ihn nicht herausholen, man kommt nicht dran. Und das finde ich für die Hygiene, also für die richtig gute Reinigung, nicht so vorteilhaft, da sich auch darunter mit der Zeit Keime bilden können. Da muss ich für mich schauen, wie ich das in Zukunft lösen kann. Ob ich da trotzdem irgendwie rankomme oder ob er sogar reingeklebt ist, das weiß ich nicht. Genau, und so sieht er dann aus. Und hier kannst du die Kratzer sehen. Aber wie gesagt, kein Weltuntergang. Ja, und das war unser letzter Trigger für heute. Eine wirklich schöne Glasflasche bereue. Ich bereue den Kauf wirklich nicht. Gefällt mir sehr gut. Wird mir jetzt gut durch die Winterzeit helfen. Ich werde gleich den Tee ausgießen, austrinken und dann die Flasche reinigen und neuen Tee aufbrühen. Internet schrieb jemand, dass die Flüssigkeit da drinnen etwa 4 Stunden warm hält. Und mitgeliefert wurde auch eben diese Hülle. Das finde ich sehr nett. Ich hätte mich über eine hellere Farbe mehr gefreut, wenn ich ehrlich bin, also sowas wie hellgrau. Schwarz ist nicht so meins, aber es ist tatsächlich sehr nett und besser als gar nichts. Da es wirklich eine wertvolle Tasche ist. Und auch wirklich super maßgeschneidert. Mit einem Griff. Alle Artikel wieder unter dem Video verlinken, falls du sie dir ansehen möchtest.
warst. Ich hoffe, du hattest eine schön entspannte Zeit mit mir gemeinsam. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.